Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe einen ganz klitzekleinen DM-Rossmann-Haul für euch. Obwohl mir jetzt auch gerade einfällt, dass ich schon wieder was in meiner Handtasche vergessen habe. Das muss ich nochmal ganz schnell holen. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist nicht viel, aber ich wollte mich einfach mal wieder bei euch melden. Ganz kleinen Moment. So, willkommen zurück zu meinem kleinen DM- und Rossmann-Haul. Wir starten mit etwas nicht so Schönem. Ich habe mir WC-Reiniger-Tabs gekauft, weil unser Klo war verstopft. Ich habe keine Ahnung, weswegen. Es war auf jeden Fall nicht schön und ja, es gibt ja für alles rohrfrei, aber nicht fürs Klo. Und deswegen habe ich das jetzt mal mit diesen Tabletten probiert. Ich habe das jetzt auch schon benutzt, weil es war echt dringend. Und bevor man dann wirklich mit der eigenen Hand in die Scheiße fasst. Naja, so, auf jeden Fall. Oh Gott, funktioniert es auch, kann ich euch wirklich so sagen. Wir haben jetzt zwei Tabletten benutzt, eine mal für 30 Minuten und eine über Nacht. Und seitdem spült das Ding wieder wie die Sau. Also es ist wieder alles in Ordnung, kann ich euch empfehlen. Die sind von Domol, haben glaube ich 1,85 gekostet. Und auf jeden Fall empfehlungswert, wenn ihr mal darunter leidet, ein verstopftes Klöchen zu haben. Dann war ich bei DM, ich mache das jetzt mal echt gemischt. Ich wollte eigentlich dieses Duschgel mit dem kleinen fetten Einhorn drauf haben. Aber ja, natürlich war das in unserem DM nicht zu haben. Noch nicht, immer noch nicht, schon wieder nicht, ich weiß es nicht. Übrigens habe ich mich in einen matten roten Nagellack von der Trended Up LE Aufsteller verliebt und ausgerechnet den gab es nicht und auch in keinem anderen Geschäft. Also wir haben einfach keine andere Trend-Up-Theke und ich war ehrlich gesagt richtig angepisst. Ich bin eigentlich gar nicht der Rotträger. Wie ihr seht, trage ich in letzter Zeit überhaupt gar nichts mehr auf den Nägeln. Aber matter roter Nagellack, den wollte ich unbedingt haben, aber nein, 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 sie hatten ihn nicht mehr. Und dann kam natürlich auch noch die Aussage, ja, wir verräumen den vielleicht heute Nachmittag oder morgen. Die Sachen sind alle hinten im Lager, wo ich mir denke, ey, dann beweg doch deinen kleinen Knackarsch und guck doch mal, ob du den hast. Hier will das jemand kaufen für 2,45. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier dann aus lauter Frust so einen Granatapfel-Pfirsichblüte mitgenommen. Das riecht ganz gut. Ich wollte es gestern auch benutzen, aber ich habe es natürlich zu Hause liegen lassen. Und außerdem habe ich noch so viel Marshmallow für meine Sporttasche. Also das Marshmallow-Duschgel. So, es ist ja ein Haul. Das heißt, ich habe weder was zugeschickt gekriegt, noch kriege ich Geld für meine Meinung. Die habe ich von Rossmann. Die war nämlich diese Woche im Angebot. So, und jetzt haltet euch fest, ich habe ja wirklich Stresshaare, ne? Trocken, spröde, splissig, abbrechend. Im Moment habe ich ja alles, weil ihr wisst ja, ich habe damals pink und lila Haare gehabt. Schaut gerne mal in meine alten Videos rein, wenn ihr euch das mal geben wollt. Und ich habe es jetzt einmal benutzt. Und ganz ehrlich, das erste Mal, dass ich das benutzt habe, meine Haare sind Porno. Das ist der absolute Wahnsinn. Also es ist wirklich, wirklich richtig gut, muss ich wirklich so sagen. Kann ich euch empfehlen. Ich habe jetzt absichtlich zwei unterschiedliche genommen. Einmal mit Honig und einmal mit Argan Camellia, die Spülung. Also so auf den ersten Blick, definitiv würde ich das immer wieder nachkaufen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es jetzt ist, wenn man es jetzt ein paar Mal benutzt hat, ob das einfach nur so ein einmaliger Wow-Effekt war. Oder ob die wirklich gut sind, werde ich euch auf jeden Fall bei Gelegenheit sagen. Wenn es euch interessiert, fragt mich das doch gerne in den Kommentaren. Es kann nämlich auch sein, dass ich das mal wieder vergesse. Dann waren das bei Rossmann im Angebot für 99 Cent. Ihr wisst ja, ich habe jetzt eine neue Lieblingszahnpasta. Aber irgendwie, ich glaube, die hatte ich auch schon mal. Ich hoffe natürlich, dass das nicht wieder so eine Zahnschmerz-Zahnpasta ist. Weil dann nämlich diese Crystal... Stimmt! Ich habe das mal so komisch ausgesprochen und ja, ich hatte die schon mal. Aber ich glaube, die fand ich gut. Ich hoffe, dass ich sie gut fand. So, dann war eigentlich Plantur 39 im Angebot und das benutze ich immer in der zweiten Jahreshälfte, weil meine Haare dann grundsätzlich ausfallen und ich eigentlich so eine Art Fellwechsel durchmache. 6,66 Euro sollte eigentlich das Plantur kosten und dann habe ich gesehen, es gibt auch ein Tonikum von Isana. Ich habe das noch nicht probiert. Ich habe mir die Inhaltsstoffe durchgelesen. Ich bin jetzt kein Inhaltsstoff-Kenner. Und wahrscheinlich sind wieder 1000 schlechte Sachen drin. Aber hier war das Koffein an ziemlich 1, 2,
3 an vierter Stelle. Und beim, beim Planteur 39 irgendwie an siebter oder achter Stelle, wenn überhaupt. Und ich meine, dass ja das Koffein das Ganze beschleunigt mit dem Haarwachstum. Ich werde das jetzt mal hoffentlich regelmäßig benutzen und mal schauen, wie das sich auf meine Haarlänge auswirkt und ob mir dann meine Haare noch ausfallen und abbrechen. So, heute auch das erste Mal benutzt. Das Balea Mystic Night. Jetzt steht natürlich dran, ohne Aluminium. Wir hatten da gestern beim Sport eine riesengroße Diskussion drüber. Ich will es einfach nochmal versuchen. Also ganz ehrlich, der Geruch davon ist sehr, 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 sehr gut. Also ich liebe den. Ich hätte das auch gerne als Raumduft benutzt. Ich habe es sehr großzügig aufgetragen, in Hoffnung, dass ich heute Abend nicht stinke wie die Sau. Ich probiere es einfach mal aus, ansonsten nehme ich es einfach nur mal so nach dem Sport, so nach der Dusche oder mal kurz zum Auffrischen, so als Duftersatz. Also ich finde den Duft wirklich gut. Ich hatte bis jetzt das Rosane, das Fit for Sport, da ist auch Aluminium drin. Das fand ich wirklich verhältnismäßig gut. Wie gesagt, bei dem, das muss ich jetzt noch testen. Dann habe ich eine Pulle Fit mitgebracht. Meins geht nämlich gerade alle. Ich habe hier mittlerweile einen Geschirrspüler, Gott sei Dank. Aber ab und an so Pfannen und sowas muss man ja dann doch nochmal abwaschen. Und das ist wirklich eins mit der besten Abwaschmittel, sag ich jetzt mal, die es für mich gibt. So, da ich weiß, dass meine Mutter niemals meine Videos anguckt und die das auch eigentlich, glaube ich, gar nicht so cool findet, kann ich das zeigen. Ich habe einmal von Lavera eine Bodylotion mitgebracht. Das kriegt sie nämlich zu Weihnachten. Hat sie sich gewünscht. Meine Mutti ist ja so ein bisschen öko. Das ist jetzt nicht böse gemeint, ich mag meine Mutter, aber das ist so ein Running Gag bei uns. Deswegen kriegt sie einmal eine Lavera Body Lotion. Für den Freund von meiner Mutter, den habe ich eine Alverde Dusche mitgebracht. Das waren jetzt die zwei, da kommt nämlich gleich noch eine dazu, die für mich einigermaßen gut und einigermaßen männlich gerochen haben. Also ich finde von diesen ganzen Naturmarken, es riecht immer alles so ein bisschen, ja, öko. Es gibt welche, die mag ich, zum Beispiel von Alverde, die ist Mandarine Vanille, das finde ich richtig gut. Aber sonst ist das meistens immer so, man muss sich da so reinriechen. So, und das Letzte, was ich eingekauft habe, ja, das Letzte, sind diese Denk mit Waschmittelcaps. Ich muss nämlich dringend waschen und habe nur noch 3 von den Ariel Caps, die ich übrigens gut finde, aber ich finde die hier vom Geruch einfach besser. Solange meine Wäsche sauber ist, ist mir eigentlich egal, was da alles Also Hauptsache, sie riecht gut und sie ist sauber. Und ich finde da den Geruch einfach ein bisschen besser. Ich habe auch mit dem Lenor-Waschmittel ein bisschen geliebäugelt. Aber ich konnte mich dazu irgendwie noch nicht durchringen, weil ich da einfach den Geruch besser finde. Und ja, ich stehe momentan einfach auf diese Caps und nicht mehr auf dieses Flüssigwaschmittel. Ich möchte gerne von euch wissen, was ihr zum Waschen benutzt. Welche Marke, welche Sorte... Und ob ihr Caps oder Flüssig- oder Pulverwaschmittel benutzt, das würde mich sehr interessieren. Und warum ihr das, was ihr vorher hattet, nicht mehr benutzt. Also heute mal eine Waschmitteldiskussion. Und was mich auch interessiert, ich habe bei DM schon vor langer, langer Zeit so Waschnüsse gefunden. Bringt das was? Riecht die Wäsche dann nach Nuss? Riecht die nach nichts? Ja, und ist das auch für Leute geeignet, die Tiere haben? Also im Sinne von Haare und ich meine, gut, die Haare sind ja dann eh irgendwie mal so an der Hose oder irgendwas. Ich kann mir das mit Waschnüssen, ich habe es mir auch ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen, mich mit der Thematik noch nicht befasst. Aber vielleicht kann mir der ein oder andere aus Erfahrungsgründen da mal was dazu sagen. Gut, das war erstmal mein super klitzekleiner DM und Rossmann Haul. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende, weil heute ist für mich nämlich Freitag. Ich habe heute Abend frei. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich drehe übrigens super, super regelmäßig jetzt Food Diaries. Also ich drehe jeden Abend und schneide das dann zusammen. Für mich ist die Frage, wie lang sollten denn die Food Diaries sein? Weil ich habe jetzt zum Beispiel mal welche, die waren, glaube ich, nur so 4-5 Minuten. Und da war schon, ah ja, die sind viel zu kurz. Und von mir aus könnte ich einen Blockbuster mit einer Stunde sehen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen Fülle. Aber so eine gute Zeit wäre ganz cool, so eine Ansage, was für euch auch, ich meine, keiner setzt sich vor ein halbe Stunde Essen-Video, glaube ich. Also ich würde es eigentlich so zwischen 5 und 10 Minuten eigentlich lassen, es sei denn, ihr habt irgendwelche anderen Vorschläge.
So, und aus der ganzen Brabbelei bin ich jetzt erstmal fertig. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Denkt ans Abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.